Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Skyrim 2013. Ja, immer noch zweite Staffel, jetzt aber schon zweite Folge. Wir kommen so langsam voran. Letzte Folge haben wir unseren Charakter erstellt, beziehungsweise ich hatte ihn schon davor erstellt gehabt und wir sind aus diesem Dungeon geflüchtet, aus dieser riesigen Zwergmine da. Und sind jetzt hier angekommen, wir wollten eigentlich hier nach Norden gehen, nach Dämmerstern, aber ja, wie es halt ist in Skyrim. Da war halt irgendwas anderes zu tun, hier waren Banditen und da haben wir erstmal diese Burg hier von denen gesäubert. Ich würde ganz gerne, bevor ich jetzt hier weitermache, bevor ich jetzt hier mal reingucke, was da so ist, euch fix noch eine Mod vorstellen, die ich gestern bei dem ersten Teil kurz erwähnt hatte. Und zwar handelt es sich dabei hier um diese Mod The Dance of Death, wo ich halt erzählt hatte, hier, ich muss die Kill-Moves oder die Kill-Cam noch auf 100% erhöhen. Das hat genau mit dieser Mod zu tun. Und zwar kann man hier direkt einstellen, wie hoch die Kill-Move-Chance sein soll. Zusätzlich hat man dann noch eine, ja, wie sagt man, Decapitation-Chance oder Chance. Die habe ich jetzt bei 20%, das ist hier, wie oft man den Gegner enthauptet. Also das kann man auch auf 100% machen, wenn man irgendwie voll drauf steht. Muss aber jetzt hier nicht sein, ich habe es jetzt auf 20%. Genauso kann man hier einstellen, normal hat man ja immer die Bedingung, dass Killcam nur funktioniert beim letzten Gegner. Also wenn 10 Gegner da sind, funktioniert das halt nicht bei dem 5. oder 6., sondern nur dann bei dem 10. dann. Das kann man hier ausstellen, sodass es auch mittendrin funktioniert, was ganz cool ist. Und hier kann man auch noch Perk Restriction System, heißt so viel, dass wenn man, weiß ich nicht, Einhandwaffe auf 10 hat, hat man halt weniger Killcams zur Verfügung, also was es da an Moves gibt, als wenn man das auf 100 geskillt hat, und das könnte man hier ausschalten, sodass man von Anfang an alles zur Verfügung hat. Das möchte ich jetzt hier aber auch nicht machen. Man hat aber die Möglichkeit. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar Detailsachen. Man kann dann da einstellen, wie die Kamera dann sich bewegen soll, genauso aus welcher Perspektive das sein soll. Also man kann auch sagen, ja, ich möchte, dass das nur aus der dritten Person gezeigt wird, etc. Also auf jeden Fall ein cooles Teil, kann ich empfehlen. Ich hatte jetzt schon mehrere Mods drin, die sich die Kill-Moves und so weiter, die Kill-Cams beeinflussen. Den hier finde ich am besten, weil hier hast du am meisten Einstellungsmöglichkeiten und der ist auch am übersichtlichsten, weil du den halt direkt im Menü drin hast. Gut, ich würde ganz gerne noch, bevor ich jetzt hier reingehe, noch was machen. Und zwar habe ich ja gestern schon gemeint, das ist ein bisschen zu gothic, wie die hier aussieht. Ich habe da übrigens jetzt schon die Pelzrüstung ausgerüstet, weil ich auch erstmal noch ein bisschen Nahkampf sein muss. Da bringt mir die Robe noch nicht so viel, weil so viel Mana haben wir auch noch nicht und da bringt ja 50% regenerieren jetzt, ja. Also da ist Schutz jetzt erstmal wichtiger, sag mal so. Ich würde ganz gerne die nochmal kurz editieren, da kann ich gleich noch gleich meine Klassenspezialisierung machen. Das ist hier durch die Mod Character Creation Overhaul. Also wenn ihr danach googelt, werdet ihr es auf jeden Fall finden. Wo ihr auch die Möglichkeit habt, die Klasse zu spezialisieren, könnt ihr auch nochmal die Rasse ändern, beziehungsweise das Aussehen ändern. Ich möchte jetzt nur, ich möchte das so belassen an sich, ich möchte nur, was halt auch wirklich realistisch ist, vielleicht die Frisur und den Lippenstift wegmachen. Vielleicht mache ich auch nur den Lippenstift weg, mal gucken. Und ich finde das eigentlich ganz cool, gerade für RPG-Freunde ist das doch nice, wenn man mittendrin, weiß ich nicht, man hat halt 2 Wochen gespielt, vielleicht auch mal Lust hat auf eine andere Frisur oder so, das ist ja absolut legitim, dass man das macht. So, Lippenfarbe, das sieht doch hier so schon viel besser aus, wenn das so hell ist. Dann würde ich vielleicht noch die Augen, die Lidfarbe wieder wegmachen. Das ist mir einfach zu krass, wenn das so schwarz ist. So jetzt. Das sieht jetzt schon viel besser aus. Wie gesagt, wenn das hier so verschwommen ist, das ist leider durch die Grafikmod, ist aber jetzt nicht so schlimm, weil, ja, so lange und so oft erstellt man seinen Charakter jetzt ja nun auch wieder nicht. Das würde ich jetzt sogar so lassen, das gefällt mir. Lass mal so. Und jetzt sieht die nämlich schon viel solider aus. Und jetzt können wir gleich noch, nachdem wir jetzt unsere Klasse oder unsere Rasse ausgesucht haben, noch unsere Klasse aussuchen, was natürlich super ist. Ich hatte das letzte Mal Lover gehabt, das war hier, dass wir 15% schneller unsere Skills lernen. Ich würde diesmal, weil wir Mage spielen, direkt Mage auch nehmen, dann tun wir unsere Magiefertigkeiten alle 20% schneller lernen. Ist, denke ich, ein kleiner Vorteil. Auch wenn wir noch am Anfang ein bisschen Nahkampf machen, möchte ich mich später wirklich auf Magie spezialisieren. So, und jetzt können wir noch direkt unsere Klasse aussuchen. Das davor war wieder nur so eine Art Vorattribut, Vorgeschichte. da würde ich natürlich jetzt am liebsten Magie, man könnte gleich Magic Classes nehmen, dann hat man jetzt so ein Default Template und kann sich dann hier irgendwas raussuchen. Ich würde aber schon gerne das selber machen, also ja, Custom Class auswählen. Da kann ich halt dann, man kann sich in 6 verschiedenen Skills aussuchen
Und diese Skills haben dann, glaube ich, 20%, 20 Punkte mehr Basis und tun auch, weiß ich nicht, 10, 20% schneller trainiert werden. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil man dann ein bisschen seine Klasse noch mehr spezialisieren kann oder individualisieren kann, was ja so zwar auch geht, aber so hat man irgendwie noch mehr das Feeling, dass es das Ereignis ist. So, ja, hier noch eine Spezialisierung aussuchen, nehmen wir Magie. Okay, das heißt, dass unsere ganzen Magiefertigkeiten hier plus 5 nochmal an Basispunkten bekommen. Das nehmen wir einfach mal. Und hier steht es auch nochmal, das sind hier die ganzen Magiefertigkeiten, kriegen jetzt plus 5, wird ausgesucht. Und dann sollen wir jetzt noch, welches Attribut, also Leben, Mana oder Ausdauer, welches davon nochmal plus 20 haben soll. Und da würde ich jetzt auch schon Mana nehmen. Man könnte natürlich jetzt auch über Leben nachdenken, aber Mana erscheint mir wichtiger. Wenn wir auch magische spielen. Ausdauer werde ich dann weitestgehend am ignorieren. Auch gerade am Anfang werde ich es nicht brauchen, werde ich nur auf Mana gehen und ein bisschen leben vielleicht, dass wir nicht immer One-Hit sind. So, und jetzt noch hier, Choose Your Major Skills. Sechs Skills können wir uns aussuchen. Und hier steht es auch nochmal, dass wir halt da am effektivsten sozusagen sind, in diesen Skills, die wir jetzt aussuchen. Und die haben halt von Anfang an plus 20. Und die stacken halt auch mit unseren Rassenboni und so weiter. Okay. Gut, wir nehmen jetzt erstmal hier Magic Skills, auf jeden Fall Destruction, das will ich auf jeden Fall machen. Muss ich jetzt selber nochmal kurz durchgucken hier. Alteration. Okay, das scheint ja eher so Schutzzauber und so weiter zu sein. Ich gucke erstmal, was wir noch haben. Restoration werde ich auf jeden Fall wählen, das ist halt selber heilen und Turn Undead und so, das ist super, das können wir gebrauchen. Dann würde ich halt auch gerne Richtung. Ja, das ist genau das hier, so Richtung Necromancer gehen, dass wir halt auch Pets beschwören können und Zombies etc. Und das nehmen wir auch noch. So, jetzt haben wir noch drei übrig. Ich werde mal noch bei Combat Skills schwere Rüstung aussuchen. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen gegoogelt und geguckt, was am besten vielleicht ist, was man als Magier spielen sollte, ob man da vielleicht leichte Rüstung nehmen sollte oder eine Robe oder so. Es wurde gesagt, dass das, also es ist, liegt einem frei natürlich, man kann auch leichte Rüstung nehmen oder Robe. Ich hätte aber schon Lust auf schwere Rüstung, dass ich finde, dass die cooler aussieht einfach. Und man hat dadurch nicht wirklich Nachteile, sogar ein bisschen Vorteile, weil halt die Verteidigung höher ist und das erreicht man zwar auch durch Zauber, aber dann verbraucht man halt Mana und so. Ich werde einfach schwere Rüstung nehmen. Das wird schon gehen irgendwie. Ich glaube, wenn man eine Robe trägt, dann kann man sich irgendwie schneller bewegen oder verbraucht weniger Ausdauer und tut mittel schneller Mana regenerieren, aber das werden wir auch so, denke ich, schon hinbekommen. So, mal gucken, was Stealth Skills, werden wir wahrscheinlich hier nichts nehmen. Wir können uns dann mal kurz überlegen, ob wir vielleicht eine Alchemie nehmen wollen. So, Enchanting ist, dass wir unsere Rüstung verbessern können. Das werde ich auch noch aussuchen. Jetzt haben wir noch eins. Illusion. Okay, da können wir uns unsichtbar machen, dann die Gegner zum Beispiel Angst einjagen, dass sie wegrennen. Ja, das ist jetzt die Frage, Illusion oder Alteration? Aber wenn ich jetzt so schwere Rüstung gehe, denke ich, dass es mehr Sinn macht, auf Illusion zu gehen, weil Alteration ja eher auf Defense geht und so und mit schwerer Rüstung dürfte die ja schon weitestgehend abgedeckt sein, sagt man so. Gehe ich noch auf Illusion? So. Und jetzt haben wir quasi unseren Pfad hier ausgesucht und unsere Klasse. Und dann kann ich an dieser Stelle jetzt erstmal speichern und würde jetzt hier einfach mal jetzt hier reingehen und gucken, was uns hier erwartet. Ich habe absolut keine Ahnung. Davor kann man sich ja nochmal diesen wunderschönen Himmel angucken. Ich finde es immer noch großartig. Ich habe auch noch eine Mod drin, das ist ja das Script-Tracken, da könnte man das Wetter ändern. Das werde ich aber lassen. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr Interesse hättet, dass ich das zwischendurch einfach mal ändere, dass ihr doch mal ein bisschen andere Wettereffekte seht. Oder ob ihr darauf keine Lust habt und sagt, ja, das Wetter kommt so oder so und wird sich auch so wechseln und dann lasst ihr euch dann lieber so überraschen. Könnt ihr mir Bescheid geben. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein in die Festung Dunstadt. Oh, und das sind auch direkt welche. Alter, Alter, Alter. Okay, ich gehe nochmal raus. Ich war da jetzt irgendwie nicht drauf vorbereitet, dass da direkt zu viele sind. Und dann sollte ich wahrscheinlich erstmal direkt auf Nahkampf gehen, schätze ich. Pass. So, heilen wir uns erstmal. So, ich habe das jetzt so extra eingestellt, dass Schild wieder links ist bei der Maustaste und rechts schlagen, damit ich nicht wieder alles verpeile und die Ausdauer direkt weg ist. Also, mich doch gerade wundern, dass die Ausdauer rechts unten nicht mehr grün ist. Keine Ahnung, wann das liegt. So, und dann gehen wir jetzt einfach nochmal rein und sehen. Wenn wir es nicht schaffen, machen wir dann einfach weiter. Wir sind erst Level 1. So, aber der liegt ja schon mal ziemlich schnell. Das war auch der erste hier. Können wir uns mal kurz hochheilen? So. Halt. Ei, 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 ei.
Und das war's auch schon. Mist. ich wollte eigentlich auf Feuer switchen, hab irgendwie aber immer Pfeilung gemacht. Muss ich nochmal gucken, ob ich das belegt hatte. Ich geh nochmal raus. Ach ey. Schauen wir mal. Ja, eigentlich tut es, die Feuerzauber tun eigentlich schon gar nicht so schlecht abziehen. Na los. So, schauen wir noch mal. Kuh, hatte ich eine Heilung auf die 4, Flammen auf die 5, 3 habe ich Jagdbogen gemacht. Ich hatte das davor jetzt, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, nochmal geändert. So, das ist jetzt Heilung. Wenn ich 5 mache, ist direkt Feuerschaden, okay. Ja gut, schauen wir mal, probieren wir es nochmal. Weil eigentlich dürfte es schon schaffbar sein, es sind halt noch ein bisschen mehr. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum so, den, achso, den hatten wir ja vorhin schon getötet. Den müssen wir ja eigentlich so schaffen. So. Und der liegt auch schon, nice. Und das war jetzt eine Killcam gewesen und die kam jetzt auch direkt. Auch wenn man übrigens 100% eingestellt hat, wird die nicht 100% passieren. Das liegt daran, dass man das trotzdem vom Timing noch ein bisschen abstimmen muss. Also ich habe so vom Gefühl, dass die Killcam nur kommt, auch wenn sie 100% eingestellt ist, wenn der Gegner wirklich gerade versucht, einen Angriff zu machen, dass man jetzt so eine Art Konter macht oder so. Ich gehe erstmal wieder raus und heil mich. Also das nur so nebenbei, also dann nicht wundern, wenn ihr da die Mod habt, alles eingestellt habt und dann auf 100% und ihr aber nicht jedes Mal die Killcam seht. Das liegt dann einfach daran. So. So, die Frage ist, will ich jetzt direkt auf Feuer gehen? Wahrscheinlich, ja. Ich speichere erstmal. Vielleicht nach vorne rennen. Irgendwie Distanz gewinnen. So. Ah, der hat ja kaum noch Leben, sehe ich gerade. So, war es das jetzt schon? Na, da hat es sich ja gelohnt rauszugehen, aber ich meine, ne? Vorsicher als sicher. Okay, der hat auch nichts Tolles. Wieso sind die alle schon tot? Krass, ey. So. Ja, die Pelzmaschine können wir mal noch mitnehmen. Ach, das können wir auch mitnehmen. Wir haben ja noch genügend Platz. Wir können dann noch mal direkt uns im. Was ist denn da los? Nee, 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 wirst du nicht. Wirst du nicht. So. Aber gefällt mir ganz gut bisher mit dem Zaubern. Ja, wir stecken jetzt hier einfach mal alles ein, was ein bisschen was wert ist. Wir wollen ja halt auch möglichst schnell ein Pferd haben. Ich werde mal noch den Rucksack anziehen. Wir haben doch, glaube ich, schon einen Rucksack gefunden in letzter Folge. Bei Amo ist das. Oder? Ich dachte. Hier. So, den ziehen wir jetzt an. Jetzt haben wir 300 Draglas. Super. Dass die den stemmen kann, hä? Den Rucksack. So, hatte hier noch jemand was? Ja, der, wir nehmen jetzt einfach alles so. Ah, der hat eine Pickaxe gehabt, glaube ich. Ja. So, wieder heilen. Mal gucken, ob es noch weiter reingeht. Ach, die scheinen hier irgendwie irgendwas gehalten zu haben. Wahrscheinlich waren die deswegen jetzt schon tot. Schwarzer Skiver, An die Skiver oder was? Wenn das unser Typ von der ersten Staffel aus der Kneipe hier vom zwingenden Skiver sehen würde, was die mit denen machen. Ich meine, der hat das als Haustür geführt. Haustier geführt, nicht als Haustür. Bett schlafen, nee, waren wir jetzt nicht. Haben wir Besseres zu tun. Okay, hier scheint nichts Interessantes zu sein. Die waren ja gerade irgendwie Mittagsmahl oder so. Auf jeden Fall schön gedeckt. So, von hier kommen wir. Ist hier in dem Regal da vorne noch was? Ziegenkäsescheiben. Naja, nee, brauchen wir nicht wirklich. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, die scheint sich hier richtig eingenistet zu haben in dieser Burg. Ich meine, die ist auch nicht so schlecht. Ist halt auch nur blöd, wenn dann so ein kleines Mädel vorbeikommt. Mit übelsten Feuerskills. Ei, 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 eine Falle. Irgendwo eine Falle gewesen, ne? Na gut. Machen wir jetzt ein Level ab, das stirbt mich überhaupt nicht. Ist das Schild besser als meins? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, ich bin schon wieder ziemlich blind hier. Ich hab da gerade ein Schild aufgesammelt, ne? Na egal, guck ich dann später. Ah, eine Truhe. Yay! Schlossstufe, Novize. Aber ich hab diesmal das nicht drinne, dass das schwerer ist, weil ich fand das ziemlich nervig, das mit dem minus 30 Lockpicking. Wie es von der ersten Staffel eingestellt war. Jetzt müsste es jetzt eigentlich leichter gehen. Ich fähr jetzt wahrscheinlich trotzdem rum. Ey, krass, ne? Also, jetzt habe ich es in der ersten Versuch geschafft und gleich 5 Dietriche mehr drin. Das ist doch 1 Euro gesetzt und 5 Euro gewonnen hier. Das ist doch hier wie beim Roulette. Großartig. Zumindest wenn es gut läuft. So, die Anuate nacherzählt. Okay.
Wegen den Büchern, ich werde das nicht alles vorlesen. Ich werde jetzt einfach die Seiten aufblättern. Wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr dann auf Pause drücken und euch das selber angucken. Aber das würde einfach bei Skyrim den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt jedes Buch vorlese. Weil da gibt es ja wirklich ja, Dutzende, Hunderte, ich weiß es nicht. So, geht's hier noch irgendwo lang? Ich drück mal M. Ach, wirklich? Okay, ich dachte jetzt gerade, die Karte ist abgestürzt. Oder das Spiel. So, jetzt geht's. Okay, super. Bin ich ja beruhigt. Das scheint hier nicht mehr weiterzugehen, ne? Das geht jetzt nur noch wieder raus nach Himmelsrand. Wir können jetzt hier wahrscheinlich, so wie es aussieht, hier rausgehen. Da kommen wir dann auf diesen Außenbereich, der oben ist. Wo ist denn jetzt die Tür? Hier irgendwo. Muss ich wahrscheinlich hier lang und dann hier. Hä? Ach ja, ich bin schon wieder blind. Muss ich hier lang? Oder hier? Wo war denn die Tür? Oh, ja, ist das schön. Na ja, gut, ich geh wieder raus, ne? Geh mal einfach nach unten. Vielleicht war ja auch hier der Ausgang. Ich dachte, er wäre oben gewesen. Ah, da oben wird er sowieso nichts mehr sein, schätze ich mal. Hier sind auch noch Bücher. Ja, hier. So, nehmen wir auch noch. Das hier auch noch. So. Also mal ganz ehrlich, allein diese drei Bücher würden jetzt schon ausreichen, um 5 Minuten zu füllen oder so, wenn ich das vorlesen würde. Das muss nicht sein. Es gibt bestimmt Leute und Let's Player, die das machen. Aber also wenn ich selber mal zugeschaut habe, fand ich das eher störend und habe das vorgeskippt. Für die Leute, die das interessiert, ich meine, dieser Länge. Oh, was ist denn mit der Karte heute los? Für die Leute, die das stört, ist das ja ganz cool. So geht's jetzt wieder. Wenn, aber ja, die reicht das ja an sich aus, wenn sie es dann sich selber durchlesen können, zumindest in dieser Länge, weil man da einfach pausiert und dann passt das ja. So, gehen wir wieder raus und dann würde ich sagen, wir gehen mal jetzt weiter Richtung Norden. Hier scheint einfach nichts mehr zu sein. Ich meine, hier oben ist ja auch nichts mehr. Ich wollte eigentlich mal kurz hier hochgucken. Ich hätte gesagt, dass man da irgendwie hochkommt. Hier vielleicht. Wo geht's denn hier lang? Hier gibt's einen Kerker, wir können ja nochmal kurz reingucken. Vielleicht ist da auch irgendwas. Ei, na, damit hätte ich ja fast rechnen können, dass hier einer ist. Ja, den schaffen wir bestimmt doch im Nahkampf, ist ja nur einer. Der hat uns. Ah, der hat uns jetzt gesehen, okay. Ja, komm her. Ah, ist ein Ork, hä? Alter. Ui, das wird knapp hier. Ah, das gibt's doch gar nicht. So, schnell auf Feuer, das geht besser als im Nahkampf. So, ich versuche mal schnell hier lang zu. Ei, hat er mich trotzdem getroffen. Ah, so geht das jetzt viel besser. Sehr gut, da liegt er auch schon. Die Axt lassen wir mal hier, die ist mir ein bisschen zu schwer. Dietrich. Ja, so. Gut, speichern. Ja, das mit dem Feuer gefällt mir richtig gut. Krass, was denn hier? Wenn wir hier Feuer drauf machen, dann fängt das an zu brennen, ne? So, und jetzt sind hier aber keine Gegner da. Ich höre schon welche. Ich nehme das mit dem Bogen. Na komm, stirb. So, noch einmal. So. Ich weiß aber nicht, ob die Killcam-Mod auch für einen Fernkampfwaffen und für Zauber funktioniert. Wenn das nicht so sein sollte, muss ich da mal gucken, weil ich habe schon irgendwo gelesen, dass das, dass man da vielleicht sogar separat noch was in irgendwelche INI-Dateien ändern muss. So, jetzt probiere ich das mal mit dem Feuer aus. So, komm her. Na super, hat ja spitze funktioniert, aber es sah cool aus auf jeden Fall. So. Sah aber echt cool aus. Es wäre noch schöner gewesen, wenn der drinnen gestanden hätte. Aber ich hatte schon fast Angst, dass er drinnen steht und ich auch. Das muss ja dann auch nicht sein. Ah, cool, schwere Rüstung. Krass. Dafür haben wir einfach mal in der ersten Staffel, weiß ich nicht, 10 Folgen gebraucht, um das zu bekommen. Es geht ja alles ein bisschen schneller, aber ist ja auch gut so.
So, nehmen wir das hier alles an. Das Stellschild werden wir auch nehmen. Das werde ich. Oh, das hat denn das Schild hier? Blitzresistent. Brauchen wir erstmal nicht wirklich, denke ich. Können wir aber behalten. Wobei ich denke, dass wir da sowieso noch was Besseres finden, wo wir dann vielleicht blitzresistent drauf machen können, wenn wir es denn brauchen. So, Helm ziehe ich auch noch an. Ich muss dann mal noch überlegen, ob ich noch wieder einen Mod installiere, dass wir den Helm nicht mehr sehen. Weil ich bin bei einer Frau, das ist eigentlich ganz cool, wenn man da den Kopf sieht. Und nachdem wir die jetzt auch noch ein bisschen entschminkt haben, ist die ja jetzt eigentlich ganz schniegel so. Und da passt das ja eigentlich, wenn man dann den Helm nicht sieht. So, das dürfte jetzt sein. Hab den Helm, das andere Schild habe ich da schon demarkiert. Wo ist denn das? Ja, habe ich schon gemacht, ne? So. Stahlschild hier. Was ist denn eigentlich? Ach, die Waffe, die ich habe, ist glaube ich ziemlich gut, ne? Die brauchen wir noch nicht austauschen. Wo sind die? Hier. Genau, die macht so schon 9 Schaden und dann nochmal 5 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden. Das ist cool. Wobei mich jetzt Mana-Schaden heißt doch wahrscheinlich, dass dem Mana abgezogen wird. Oder heißt das, dass das da irgendwie durch Mana. Nee, nee. Dass da durch Mana-Schaden gemacht wird. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke einfach, das ist so eine Art Mana-Leech. Denke ich jetzt mal. Gut, weiter. Hier ist noch irgendwo ein Skiver. Na, Feuer. Ach, das war auch doch 5 gewesen. Stimmt ja. Chest Lehrling, schauen wir mal. Nein. Ist ja schon Lehrling, ne? Aber hier war es ja irgendwo. So. Ja, jetzt. Sehr gut. Na, immerhin Zaubertrank und 70 Gold. Ich muss die Mod wieder reinmachen, dass das Gold Septim heißt. Das hat mir besser gefallen. Nein, wollen uns jetzt nicht hinsetzen. Schlafen wollen wir auch nicht. Speicher nochmal und jetzt müsste irgendwo, wo ist denn der Skiver? Ich mache mal den Kompass wieder an. Hatte ich ausgemacht. Wobei das für Leute, die darauf stehen, so ohne Kompass zu spielen, manche haben ja dann irgendwie ein bisschen mehr Flair-Empfinden, weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, die halt noch ein bisschen mehr auf RPG stehen. Ich weiß nicht, ob Kompass kann man wahrscheinlich auch so ausmachen, aber allein dieses Immersion Sky hat. So, irgendwie so heißt die Mod, das wird ja nach Google wert, das wird jetzt auf jeden Fall finden. Dadurch könnt ihr halt, wie ihr auch seht, so einstellen, dass man zum Beispiel den Ausdauerbalken und so nur sieht, wenn man den auch benutzt. Genauso wie das Crochet. Wenn ich das wegziehe, sieht man das zum Beispiel nicht mehr. Und also die Gesundheitsanzeige. Und das ist eigentlich ganz cool und ich finde das halt auch nice. So, bin ich jetzt hier zurückgelaufen oder was? Nee, ne? Nee, ich habe jetzt hier alles entdeckt. Okay, das war's dann schon. Und den Skiver, den können wir jetzt einfach mal Skiver sein lassen. In Gedenken an den Kneipentyp hier von letzter Staffel aus dem zwingenden Skiver, lassen wir den einfach mal leben. Ja, wir sind ja nett zu Tieren. In der Regel. Wenn sie uns nichts Böses wollen. Gut, jetzt sind wir ja sogar hier oben, wie es aussieht. Aber hier oben wird dann auch nichts mehr Tolles sein, schätze ich mal. Und da gehen wir jetzt einfach mal jetzt hier runter wieder. Und jetzt wird es auch langsam dunkel. Hätten uns vielleicht schon nochmal schlafen legen sollen, aber notfalls, notfalls werde ich dann einfach eine Runde warten, dann passt das. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir wollen jetzt hier nach Norden. Ich kann es ja nochmal kurz hier hin. Da, so. Markiere ich mal eben. Bin mal gespannt, ob wir es jetzt schaffen oder ob wir irgendwie wieder zwischendurch mal aufgehalten werden. Weil es ist wirklich krass in Skyrim. Die Welt ist so riesig und man hat eigentlich ein Ziel. Und schlussendlich läuft man irgendwo vorbei und wird ständig abgelenkt, weil man dann irgendwas anderes machen muss oder will. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Spricht auf jeden Fall für das Spiel natürlich. Aber ich vermisse gerade ein bisschen ein Pferd. Wie viel Geld haben wir denn? 600. Okay, wenn wir dann noch verticken und so, müssen wir uns dann eigentlich ein Pferd kaufen können. Ich hoffe, dass wir, wo wir jetzt hinmachen, Dämmerstern was glaube ich, dass es da einen Stall gibt. Weil zu Fuß ist es wirklich nicht so cool. Bisschen langsam. Öffne das Menü, um Fertigkeit auszuschwenken. Das kann man ja auch nochmal fix machen hier. Stufenaufstieg. Wir gehen erstmal weiter auf Mana. So. Aber Gesundheit müssen wir auf jeden Fall nachziehen. Danach dürfen wir nicht verpeilen. Zerstörung. Wollte ich erstmal gucken. Was haben wir hier? Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Das ist doch großartig. Da können wir unseren Feuerzauber doppelt so lange machen. So. Speichern. Und weiter geht's. Sind wir überhaupt noch? Ich laufe doch voll nach Westen, ne? Na gut, ich folge dem Weg, das ist schon okay. Wir könnten auch die gestrichelte Linie langlaufen. Ah, ich laufe den offiziellen Weg. Gestrichelte Linie ist. Wer weiß.
Das sind dann bestimmt auch irgendwelche gestrichelten, bösen, großen Viecher. Und in Stufe 2 muss das noch nicht sein. Vorne ist irgendwas, oder? Ist das ein Wolf? Also irgendwas hat sich da bewegt gerade. Ich speichere nochmal. Scheint wieder so ein Lager zu sein. Ach, Riesen sind hier. Ja, nee, ne? Den müssen wir uns jetzt nicht anlegen. Sind die eigentlich jetzt doppelt so groß? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Rotfahrtpass in der Cool. Na gut, dann lassen wir die Riesen mal Riesen sein. Dafür sind wir noch zu klein. So, müssen jetzt hier lang. Den Bogen kann ich eigentlich mal gezogen halten. Nur für den Fall, dass hier irgendwas kommt. Ah, ein Hasi. An den Hasi lassen wir auch in Ruhe. Der Hasi kämpft dann bestimmt gegen den Riesen. Ei, 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 ei. Das sind noch Feinde, oder? Nee. Aber Wölfe hier. Die. So, super getroffen. Spitze. Und wieder. Hab ich schon wieder nicht getroffen? Hä, was ist denn das dahinter oder davor? Ist das ein Schwein? Nee, eine Kuh. Ey, die greifen die Kuh an, die Wölfe. Lass die Kuh in Ruhe. Aber das gibt's doch gar nicht. Ey, das sind ja übelst viele. Nein, Feuer. So, sterb, 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 schnell, 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 schnell. Aber ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das war richtig knapp gewesen. Aber es hat noch geklappt. Ich muss unbedingt noch ein bisschen Leben machen. So. Weil, wenn die Wölfe mir so viel Schaden reinhauen, dann wird es später sonst unmöglich, weil ich überall One-Hit bin. Also werde ich wahrscheinlich dann erstmal auf Gesundheit gehen, die nächsten Stufen. Jetzt haben die arme Kuh getötet. Wieso ist denn die hier so angemalt? Hm. Sollte das eine Milka-Kuh sein? So, lass mal wieder heilen. Ach, ist das schön hier. Und ich frage mich noch gerade, war das davor, war da auch so ein Typ, wo die Wölfe kamen? War das ein Bandit gewesen oder war das, ach da, der Typ, ist das irgendein Wanderer? Schauen wir mal. Das sieht ja aus wie so ein Wanderer. Abenteurer, Farmer. Meine Frau bringt mich um, wenn ich ihr sage, dass wir noch eine Kuh hinbringen müssen. Ja, Resun, das kennt ihr ja schon von der ersten Staffel. Es gehört hier mit zu der Live Another Life Quest, dass wir hier nach den Kriegsgerüchten fragen müssen. Können wir einfach mal fragen, werden wahrscheinlich eh nichts erfahren. Ah, doch, okay. Sehr gut. Und als nächstes Solitude oder Windhelm. Und da warten wir, in der ersten Staffel sind wir nach Solitude, nach Einsamkeit gegangen. Diesmal würde ich einfach da nach Windhelm gehen, weil das ja in der Nähe ist. Und ich würde die Quest jetzt auch ein bisschen strikter dann verfolgen und währenddessen versuchen, mal ein paar Dungeons zu machen, dass wir auch mal dann irgendwie zu dieser Hauptquest kommen, weil ich auch gerne mal irgendwie Drachen töten würde, ne? Ist ja klar. Windhelm, wo ist denn Windhelm? Hier weiter rechts, ne? Hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann, wenn wir hier sind, gucken wir erstmal ein bisschen rum, machen hier vielleicht ein bisschen was und laufen dann hier entweder außen oder dann hier über diesen Weg, über diesen Pfad hier, durch das Gebirge, dann hier runter nach Windhelm. Und gucken mal, ob wir da den Kriegsgerüchten weiter auf den Grund gehen können. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Denke ich. Und das ist jetzt cool hier, wenn ich so Kompass was mache, hat man wirklich absolut keinen Hut. Ist auch super für Screenshots machen und so. Ich find's schön. Ja gut, ich würde sagen, das ist auch jetzt vielleicht eine ganz gute Stelle hier in dieser wunderschönen Nachtlandschaft. Und diesem Sonnenuntergang, wenn man ein bisschen so den Rest davon sieht. Erstmal Schluss zu machen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über Daumen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, das war's von mir.